Für mich ist die Alster ein wichtiges Stück Hamburg. Lauter Kormorane da. Das sind wilde, wilde Wasservögel. Hamburg war für mich selbstverständliche Heimat. Und es war nie ein Anlass, darüber nachzudenken. Über seine Heimat denkt man eigentlich nicht nach, es sei denn im Alter. Er fährt so vorsichtig, das wird eine Frau sein. Die Heimat, von der ich eben sprach, reicht noch ein bisschen weiter als die Grenzen dieser Stadt. Überall, wo die norddeutsche Backsteingotik zu Hause ist, ist für mich Heimat. Ansonsten aber eine Stadt ohne repräsentative Bauten, eine reine Bürgerstadt, keine Paläste, wohl aber einige große Kirchen, die die Bürger finanziert haben, um zu hier mit Frau und Kind aus dem Bahnhof kommt, ist Herr Schmidt, Herr Helmut Schmidt. Die Bevölkerung von Hamburg-Nord hat ihm im Jahre 1953 ihr Vertrauen gegeben und ihn in den Bundestag gewählt. Wäre verdammt dafür, dass immer nur eine Partei allein regiert. Auf demokratische Weise Regierungsmacht zu erringen und zu erhalten. Lieber Freund, der Sie nun zum dritten Mal dazwischenrufen, für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar, da entfaltet sich mein rhetorisches Talent. Wir sind nämlich als Partei. Ich hatte schon in der Nazizeit das Prinzip sozialer Gerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs als ein wichtiges, für jede Gesellschaft wichtiges Prinzip begriffen. Ich bin dann nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft wenige Monate danach Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden. Für die Zukunft kommt es darauf an, dass die Ein-Mann-Regierung Adenauers abgelöst wird. Ich habe niemals beschlossen, Politiker zu werden. Ich bin da reingerutscht, eigentlich durch Zufall, weil mir 1953 im Frühjahr jemand aus meiner Partei angetragen hat, in einem Wahlkreis zu kandidieren. Ich habe damals gedacht, das wäre eine hochinteressante Erfahrung, 4 Jahre lang im Bundestag mitzuwirken. Daraus sind dann 8 Jahre geworden und daraus hat sich dann zwangsläufig, ohne dass ich das je bewusst entschieden hätte, eine politische Laufbahn ergeben, die insgesamt 30 Jahre umfasst. Das ist aber weniger als die Hälfte meines Lebens. Ich wurde relativ spät informiert, weil die damalige Polizeibehörde der irrigen Meinung war, ich sei in Berlin auf einer Innenministerkonferenz. In Wirklichkeit war ich abends schon zurückgekehrt. Weder die große Masse der Bürger Hamburgs noch alle die hamburgischen Behörden waren auf eine Hochwasserkatastrophe überhaupt nicht vorbereitet. Sie liefen durcheinander wie aufgeregte Hühner und es brauchte jemanden, der die Zügel in die Hand nahm. Eine besondere Strategie hat man nicht für einen solchen Fall, sondern man versucht sich so schnell wie möglich ein Bild von der Lage zu machen. Man versucht zu erkennen, was ist hier notwendig, was ist da notwendig, wo kann ich Hilfe für den Fall kriegen, wo kann ich Hilfe für den Fall kriegen. Ein Glücksfall war, dass ich persönlich gut bekannt war mit dem damaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa, der saß in Frankreich in Fontainebleau. Den rief ich an und sagte, ich brauche sofort so und so viele große Hubschrauber und so viele kleine Hubschrauber. Wir müssen Tausende von Menschen
von den Dächern in den überfluteten Gebieten abpflücken. Das müssen wir mit Hubschrauber machen. Außerdem schicken Sie mir bitte Sturmboote und Schlauchboote und sowas. Natürlich klingt es für einen Militär irgendwo weit weg in Frankreich höchst seltsam, wenn er einen Anruf aus einer Stadt in Norddeutschland bekommt, weit weg vom Meer, und der Anrufer erzählt ihm, hier ersaufen Tausende von Menschen. Weil er mich kannte, wusste er, dass ich kein Spinner war. So habe ich auf diese Weise Hilfe von überall zusammengeholt, auch aus Dänemark. Und der hier im Amt befindliche Wehrbereichsbefehlshaber unterstellte einen Teil seiner Truppen mir, einen Mann, der mich auch kannte. Und ich kannte ihn auch. Und wir wussten voneinander, wir sind beide zuverlässige Leute. So habe ich also viel Glück gehabt. Ich hatte immerhin den ganzen Krieg hinter mir. Und im Krieg hat man gelernt, auch in schlimmsten Situationen nicht die Nerven zu verlieren und die innere Gelassenheit zu bewahren. Und das mag sein, dass das eine gute Schule für diese Flutkatastrophe gewesen ist. Fahr mal links neben den Lieferwagen da. Wir steigen eine Sekunde aus. Für mich ist das eines der eindrucksvollsten Kriegerdenkmäler, die es gibt auf der Welt. Es ist richtig, dass mein Vater sich aus kleinen Verhältnissen emporgearbeitet hat. Ich muss das ein bisschen ausführlicher erzählen. Mein Vater ist als Baby, er ist unehelich von einer Mutter geboren worden, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hat. Und er wurde adoptiert von einem Ehepaar mit Namen Schmidt. Sein Adoptivvater, den ich bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr als meinen Großvater angesehen habe, war ein ungelernter Arbeiter. Er konnte lesen, schwierig, schreiben konnte er kaum. Es war ein Glücksfall, dass mein Vater, sein Ziehsohn, auf der Schule aufgefallen war durch eine etwas überdurchschnittliche Intelligenz. Und irgendwelche Leute, ich weiß nicht wer, haben dafür gesorgt, dass er eine Lehre machte. Das war ziemlich ungewöhnlich für den Sohn eines ungelernten Hafenarbeiters. Und dann fiel er wieder irgendein Menschen auf, der dafür gesorgt hat, dass er etwas verspätet auf ein Lehrerseminar geschickt wurde. Und so ist er Volksschullehrer geworden. Und nach dem Ersten Weltkrieg war er also hier in Hamburg Volksschullehrer, hat aber gleichzeitig abends studiert Wirtschaftswissenschaften, so sagt man heute, und hat dieses Studium abgeschlossen mit dem Diplom eines Handelslehrers. Und so wurde er also vom Volksschullehrer zum Handelsschullehrer, Studienrat. 9.482 Mitglieder der Hitlerjugend. Und die Nazis haben ihn dann abgesichert, aber im Amt gelassen. Er war kein Nazi, er konnte kein Nazi sein,
denn er hatte einen leiblichen jüdischen Vater. Ich habe das mit 14 oder 15 Jahren von meiner Mutter erfahren, die ich bedrängt hatte. Ich wollte auch in die Hitlerjugend, so wie alle anderen Jungs in der Klasse inzwischen auch. Und meine Mutter hat gesagt, das geht nicht. Und ich habe insistiert, warum geht das nicht? Und sie hat mir erzählt, weil du einen jüdischen Großvater hast. Mein Vater litt unter der Tatsache seiner unehelichen Geburt. Er war sehr kleinbürgerlich geprägt. Er litt nicht unter der Tatsache des jüdischen Vaters. Aber die uneheliche Geburt, darüber mochte er auch zu seinem Sohn nicht gerne reden. Er war am Ende der Nazizeit noch nicht 60 Jahre alt. Aber die Kraft in dem Mann war zerstört. Er hat sie aber vorher mir vererbt. Die Energie und den Ehrgeiz, Ehrgeiz ist ein falsches Wort, die Energie und das Pflichtbewusstsein hat er mir vererbt. Er hat auch ein bisschen, er war ein ziemlich strenger Vater und in der Pubertät bin ich ihm möglichst aus dem Wege gegangen. Wenn ich sah, da oben war noch Licht, wir wohnten im vierten Stock in Heubig. Wenn noch Licht war in seinem Arbeitszimmer, dann blieb ich draußen. Ich kam erst nach Hause. Wenn das Licht aus war, brauchte ich meinem Vater nicht gegenüberzutreten. Ich bin vom Typus her ein Arbeiter. Ich muss arbeiten. Und wenn mir nicht das Gehör abhanden gekommen wäre, würde ich vielleicht einen Teil dieser Arbeitskraft in die Musik stecken. Aber ich kann keine Musik mehr hören, wenn ich selbst am Klavier sitze. Hört es sich für Sie vielleicht ganz ordentlich an, aber für meine eigenen Ohren schauderhaft. Ich weiß, wie es für den Dritten klingt. Für mich klingt es schlimm. Ich kann nur noch ein Soloinstrument hören, wenn es in niedrigen Tonlagen gespielt wird. Ein Cello zum Beispiel kann ich gut hören. Aber ein Klavier, wo gleichzeitig 3, 4, 5 Töne angeschlagen werden, ist nur Krach. Die positivste Erinnerung aus meiner Kinder- und Jugendzeit bezieht sich auf meine Schule. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich auf eine Schule geschickt haben, die ungewöhnlich war. Lichtwachschule in Hamburg nannte sich Deutsche Oberschule. Sie hat uns, die wir dort zur Schule gegangen sind, einen wunderbaren Zugang zur bildenden Kunst, zur Musik auch verschafft. Es war eine Schule, auf der sehr viel Sport gemacht wurde. Jede Stunde, jede Woche, jeden Tag eine Stunde Sport, also 6 Stunden in der Woche. Das entscheidend Wichtige an dieser Schule war aber die Erziehung zum selbstständigen Arbeiten. Man musste jedes Jahr eine sogenannte Jahresarbeit abliefern. Das fing schon in der Quarta an, also mit 11 Jahren. Aber ich erinnere mich an 3 Jahresarbeiten. Einmal habe ich über die Weser-Renaissance eine Jahresarbeit gemacht. Hameln, Bückeburg, Rinteln. Einmal habe ich eine Arbeit gemacht über die Konkurrenz zwischen den Häfen Rotterdam, Antwerpen, Bremen und Hamburg. Ein völlig anderes Thema. Und wiederum etwas ganz anderes war eine Jahresarbeit, die darin bestand, dass ich 12 oder 20, ich weiß es nicht mehr, Kirchenlieder in 4-stimmigen Choralsatz gesetzt habe. Das musste also ein Musiklehrer dann begutachten.
In meiner Erinnerung ist nachgeblieben der Stolz des damaligen 16-, 17-Jährigen, 18-Jährigen auf diese jeweilige Arbeit. Die Schule hat uns zur selbstständigen Arbeit gebracht. Sie war musisch orientiert. Das hat sich im Leben später ausgezahlt. Auch erwähnen, Sprachen und Naturwissenschaften sind in dieser Schule zu kurz gekommen. Dafür haben wir aber mit dem Zeichenlehrer, mit dem Kunsterzieher, würde man heute sagen, auf derselben Bank gesessen und haben Shanties gesungen. Ja, hier sitzen Sie mit einem Kuss dazu. Hier ist dann der Platz von Herrn Naumann. Wir waren beide 10 Jahre alt, als wir uns zuerst begegnet sind. 1929 war das. Es ist, wie wohl in den allermeisten Fällen, wo eine Ehe das ganze Leben überhält, im Wesentlichen das Verdienst der Ehefrauen, nicht das Verdienst der Männer. Und man hat dazu eigentlich nichts Besonderes getan, sondern es hat sich so ergeben. Aber nicht im Gleichschritt brauchen wir nicht marschieren. Nee, ist nicht nötig. So war das 1937. Ich wurde eingezogen. Ich hatte mich gemeldet zu einer Truppe hier in Hamburg, aber ich wurde eingezogen und gleich am selben Tag noch nach Bremen verfrachtet, kam dort zu einer Flakabteilung und traf in derselben Stube, ich glaube, wir waren entweder 8 oder 10 Rekruten auf derselben Stube, traf auf andere junge Männer im selben Alter wie ich, die mit einer Ausnahme allesamt auch keine Nazis waren. Und damals haben wir gedacht, Gott sei Dank, jetzt sind wir in einem anständigen Verein. Heutzutage weiß man es längst viel besser. Nach 2-jähriger Dienstzeit als Wehrpflichtiger hätte ich eigentlich als Unteroffizier der Reserve entlassen werden müssen. Aber kurz vorher war der Krieg, der Zweite Weltkrieg, losgegangen. Ich musste Offizier, Soldat bleiben und bin dann zum Wachtmeister der Reserve ernannt worden. Das ist so viel wie Feldwebel. Und irgendwann, anfangs des Jahres 1940, wurde ich zum Leutnant der Reserve ernannt. Ich habe niemals eine Offiziersschule oder einen Offizierslehrgang oder irgend sowas erlebt, sondern es ergab sich so. Ich habe das ganz gerne akzeptiert. Ich habe mich eigentlich ein bisschen gleichzeitig geschämt, weil ich mit einer Uniform herumlief, auf der keinerlei Kriegsorden waren. Das war der Grund dafür, dass ich gedrängt habe, mich zu einer kämpfenden Truppe zu versetzen. Ich habe mich geschämt. Ich habe viel Glück gehabt und bin also, abgesehen von ganz leichten Verwundungen, sehr heil durch den Krieg gekommen. Ganz zum Schluss kam ich in Schwierigkeiten, weil ich freche Bemerkungen über Hermann Göring und andere Nazi-Größen gemacht hatte. Irgendjemand hatte mich angezeigt und es lief ein Ermittlungsverfahren.
Aber meine wohlwollenden Vorgesetzten haben dafür gesorgt, dass ich wiederum zur kämpfenden Truppe versetzt und von einer Truppe zur anderen versetzt wurde. Das Verfahren hat mich nie erreicht. Ich war immer schon gerade wieder woanders und dann war der Krieg zu Ende. Ich war zuletzt beteiligt an dem Rückzug aus der sogenannten Ardennen-Offensive, oder die Amerikaner haben es Battle of the Bulge genannt. Und wir wurden dann überrollt von amerikanischen und englischen Verbänden. Und ich habe mich 3 Wochen lang zu Fuß hinter der amerikanischen, später hinter der englischen Front Richtung Hamburg durch Deutschland durchgeschlagen, nachts marschierend, tagsüber irgendwo im Verborgenen schlafend und bin schließlich nach 3 Wochen in der Gegend von Soltau in der Lüneburger Heide in englische Kriegsgefangenschaft geraten. Viele unserer Kameraden aus diesem Kriegsgefangenlager kamen erst 2 Jahre später nach Hause. Ich bin schon Ende August oder war es September 1945 nach Hause gekommen. Der Anfang einer politisch differenzierenden Bildung begann in der Kriegsgefangenschaft für mich. Ich hatte mich immer für Geschichte interessiert. Und ich hatte mich immer für Literatur interessiert. Aber nicht für politische Literatur, sondern für schöngeistige Literatur, wie man auch manchmal sagt. Also die großen Romanciers der Russen, der Franzosen, der Amerikaner, der Engländer waren mir durchaus geläufig als junger Mann. Aber die politische Literatur, das Prinzip der Demokratie, das Prinzip der Gewaltenteilung, Montesquieu, alles das war mir fremd. Das habe ich in der Kriegsgefangenschaft zuerst begriffen. Ich hatte keine Lust, Verteidigungsminister zu sein. Ich habe mich da eine Reihe von Tagen dagegen gewehrt. Aber meine Partei, nachdem Fritz Erler leider gestorben war, hatte ansonsten keine große Auswahl. Sie musste den Verteidigungsminister stellen, nachdem die CDU den Außenminister gestellt hatte, während der Großen Koalition. Jetzt kam die sozialliberale Koalition ans Ruder 1969, Willy Brandt wurde Kanzler. Es war zwangsläufig, dass die FDP in Gestalt von Walter Scheel den Außenminister stellte. Also mussten die Sozis den Verteidigungsminister stellen und die Sozialdemokraten hatten keine große Auswahl, haben mich bedrängt. Ich habe das ungern getan, weil ich wusste, dass meine eigene Partei im Grunde in der Masse pazifistisch empfand. Nicht hier oben, sondern mehr hier, vom Herzen her, nicht vom Verstande her. Und ich hatte keine Lust, den Ansprechpartner für den sich abzeichnenden oder jedenfalls von mir erwarteten Streit zu machen. Bewahr mir Gott helfe. Ich darf Ihnen noch einmal die herzlichen Glückwünsche des Hauses. Ich hatte Wert darauf gelegt, bei Gelegenheit eines offiziellen Besuchs des deutschen Bundeskanzlers in Polen, auch Auschwitz zu besuchen. Mir war ganz klar, was in Auschwitz geschehen war. Ich habe dort auch eine Rede gehalten. Eigentlich gebietet dieser Ort zu schweigen. Aber ich bin sicher,
dass der deutsche Bundeskanzler hier nicht schweigen darf. Ich vermute einmal, dass wir Deutschen mit dem Namen Auschwitz oder mit dem Namen Holocaust oder mit dem Wort Shoah noch lange, lange, lange Zeit belastet sein werden. Und es ist gut, wenn Sie dieses Bewusstsein nicht verdrängen. Andererseits soll man aber ebenso sorgfältig darauf achten, dass das Geschichtsbewusstsein der Deutschen nicht auf Auschwitz verengt wird. Das ist eine gegenläufige Gefahr. Im Verhältnis zu Polen ist es zu Beginn ganz gewiss noch ein bisschen schwieriger gewesen als im Beginn der deutsch-französischen Beziehung. Giscard d'Estaing war vom Grunde her überzeugt, dass es Frankreich auf die Dauer nur gut gehen könnte, wenn im engen Einvernehmen mit den Deutschen und wenn die Deutschen eingebunden blieben in ein westliches System. Das westliche System ruhte auf zwei Säulen, auf dem einen auf dem Nordatlantischen Bündnis und auf der anderen Säule der europäischen Integration. Früher Gemeinschaft für Kohle und Stahl, dann Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann Europäische Gemeinschaft, heute Europäische Union. Giscard hat das von Anfang an so gesehen. Ich habe es von Anfang an genauso gesehen. Ich war von Anfang an überzeugt, die von Adenauer bejahte Einbindung Deutschlands in das westliche System war richtig. Wie Sympathien entstehen, müssen Sie den Psychologen fragen, das ist nicht mein Bier. Aber daraus ist Freundschaft entstanden. Übrigens nicht die einzige Freundschaft über die Grenzen des eigenen Landes und über irgendwelche politischen Bekenntnisse hinaus. Ich frage mich in meiner jetzigen Situation wirklich, muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Der deutsche Terrorismus war psychotisch. Und den beteiligten Personen auf der Seite der RAF war unbewusst, dass sie Verbrecher waren. Aber sie waren Verbrecher. Und es machte ihnen nichts aus, Menschen umzubringen, die ganz harmlose Kraftfahrer, ganz harmlose Polizisten waren, Begleitkommando von Herrn Schleyer. Sie mordeten am laufenden Band und bildeten sich damit ein, einen in ihren Vorstellungen sehr nebulös bleibenden besseren Staat, bessere Gesellschaft herbeiführen zu können. Wir haben am Anfang einen schweren Fehler gemacht. Als der Berliner Politiker Lorenz entführt wurde und die Entführer verlangten, wir sollten die und die und die Menschen, die in Gefängnissen saßen, entlassen, sonst würden sie Lorenz umbringen. Wir haben dem damals Nachberatung nachgegeben, ein schwerer Fehler. Ich habe sofort begriffen, das sollten wir niemals wieder machen und habe mich dann in den anschließenden Fällen der Besetzung der deutschen Botschaft in Schweden, in Stockholm und Schleierentführung und was alles dann nachher hinterher kam, habe mich absolut verweigert, jedweden Nachgeben gegenüber dem Verbrechen. Im Zusammenhang mit der Schleierentführung muss man dringend ins Bewusstsein zurückrufen, den Umstand, dass auf dem Höhepunkt jener Krise gleichzeitig ein Flugzeug mit 90 Menschen entführt worden war.
Es stand nicht nur das Leben von Hans-Martin Schleyer auf dem Spiel, es stand das Leben dieser 90 Menschen in dem Flugzeug auf dem Spiel. Der Versuch, dieses Flugzeug mit Gewalt zu entsetzen, war riskant. Er konnte genauso gut im gleichen Augenblick von den Terroristen in die Luft gesprengt werden. Wir haben ja nachträglich dann auch erfahren, dass sie alles zur Sprengung des Flugzeuges vorbereitet hatten. Wir haben sie getäuscht mit allen möglichen falschen Nachrichten und haben sie hinters Licht geführt und haben schließlich ein unglaubliches Glück gehabt. Wir haben, als der Wischniewski nachts ein paar Minuten nach 12 anrief, um zu sagen, dass die Operation geglückt sei, habe ich als erstes zurückgefragt, wie viele Tote habt ihr? Und seine Antwort war, kein. Da sind mir die Tränen gekommen, als ich einmal die Spannung nach 5 oder 6 Wochen gelöst. Ich hatte mit einer größeren Zahl von Toten gerechnet. Wir haben viel Glück gehabt. Wer weiß, dass er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er auch handelt, der wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig gewesen. Ich habe mich nicht allein gefühlt. Wohl aber musste ich im Wesentlichen die Verantwortung auf mich nehmen. Und es bleibt richtig zu sagen, es war eine sehr schwere seelische Belastung. Ja. Aber mein Lebenslauf hat es mit sich gebracht, dass ich gelernt habe, mit seelischen Belastungen fertig zu werden. Die Segelei weniger eine Passion als vielmehr eine große Erholung. Sie müssen Wind und Wellen und andere Fahrzeuge auf See richtig einschätzen, sie müssen ausweichen, sie müssen ihre eigenen Manöver so zugleich nach dem Wind und nach dem Strom und nach den entgegenkommenden oder vor ihnen fahrenden Schiffe richten. Das heißt, sie brauchen ganz andere Teile ihres Hirns, als wenn sie brauchen, wenn sie nach Noten auf dem Klavier sitzen. Oder ganz andere Teile, als wenn sie am Schreibtisch sitzen und schreiben einen Aufsatz. Das macht Spaß, ja, es erholt. Im Laufe der zweiten Hälfte der 1970er Jahre hatte die Sowjetunion begonnen, zusätzlich zu ihrer strategischen Raketenrüstung, die im Wesentlichen auf die USA gezielt war, alle Raketen mit atomaren Sprengköpfen, zusätzlich dazu hatten sie begonnen, Atomraketen von sehr viel geringerer Reichweite, Mittelstreckenraketen nannte man das, zu entwickeln, zu produzieren und hinzustellen. Und ich fürchtete, dass das eines Tages, vielleicht nicht zu Zeiten von Brezhnev, aber zu Zeiten seines Nachfolgers oder Nachnachfolgers, ein Instrument zur Nötigung Deutschlands haben. Die Raketen waren im Wesentlichen auf Deutschland gezielt.
Einige auch auf Frankreich, auf England, die hatten aber selber nur atomare Waffen. Wir hatten sie nicht. Und ich verlangte von den Amerikanern, sich um das Problem zu kümmern. Die offizielle Begrüßungszeremonie für den Kanzler heute an einem sonnigen Wintermorgen auf dem Rasen hinterm Weißen Haus. Ich habe das erstmalig 1975 verlangt. Da war Gerald Ford, amerikanischer Präsident, der war dafür sehr empfänglich und verstand mein Problem. Sein Nachfolger Jimmy Carter verstand es nicht. Er war schlecht beraten und hielt mir entgegen, wir haben den großen atomaren Knüppel, wir können mit dem großen Knüppel zurückschlagen. Ich habe gesagt, ich bin nicht so sicher, dass hier auf eine Nötigung nur gegen Deutschland gerichtet ist, dass ihr zum großen Knüppel greifen werdet. Und die Russen können dessen auch nicht sicher sein. Auf Guadeloupe hat Präsident Carter gesagt, ich bin nunmehr bereit, nach all diesen Klagen von dem Schmidt, amerikanische Mittelstreckenraketen nach Europa zu stellen. Und meine beiden Freunde Callahan und Giscard d'Estaing haben gesagt, nicht so schnell, sondern erstmal müssen wir den Russen 4 Jahre Zeit geben, zu verhandeln. Besser ist es, die russischen Raketen verschwinden, als dass wir auf beiden Seiten dieselben Mittelstreckenraketen haben. So ist der Doppelbeschluss zustande gekommen. Erst 4 Jahre verhandeln und wenn die nicht zu einem Ergebnis führen, dann die amerikanischen Raketen. So ist es tatsächlich dann auch gekommen. Solange wie ich im Amt war, hat die Partei, meine Partei, gegrummelt, Geräusche gemacht. Es gab auch Wortführer, die mich mit unerfreulichen Worten angegriffen haben. Und Willy Brandt hat das geschehen lassen. Ich würde nicht sagen, er habe Regie geführt, aber er hat das geschehen lassen. Er stand innerlich auf der Seite von Erhard Eppler, das war der Hauptwortführer. Solange wie ich im Amt war, haben die Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei meinen Kurs mitgetragen. Als ich aus dem Amt geschieden war, änderte sich die Situation. Und wenige Monate nach meinem Ausscheiden aus dem Amt kam es zu einem Parteitag in Köln, glaube ich, wo eine ganz große Mehrheit voller Begeisterung nun sich gegen diesen Doppelbeschluss aussprach. Sie hatten aber großes Pech, weil Helmut Kohl, der inzwischen Kanzler geworden war, meine Politik fortsetzte, und zwar mit Erfolg. Es ist ein Irrtum, dass ich die Journalisten generell als Wegelagerer bezeichnet hätte. Das ist dummes Zeug. Sondern ich habe diejenigen Fernsehreporter als Wegelagerer bezeichnet, die bis vor die Tür des Lokuses einem auflauerten mit irgendeiner Frage und einem die Flüstertüte vor den Mund gehalten haben. Die habe ich als Wegelagerer bezeichnet. Freundschaftlich, ironisch, und habe sie abgewehrt, sollen gefälligst ins Büro kommen, wenn sie was zu fragen haben. Der Journalismus insgesamt, da wäre ich weit entfernt davon, ihn als Wegelagerei anzusehen. Journalisten sind ähnlich wie Politiker, die reichen vom Staatsmann bis zum Verbrecher. Habt ihr was zusammengestrichen? Ja, wir haben Vorschläge.
Als Autor und als jemand, der in der Zeit schreibt, empfinde ich mich immer auch und insofern unverändert gegenüber früher als im Dienst gegenüber der Salus Publica, gegenüber dem öffentlichen Wohl. Die Arbeit bei der Zeit macht mir Spaß, weil es mich in Kontakt mit Menschen bringt, in täglichen Kontakt mit Menschen, die sozusagen auf der anderen Seite stehen. Nicht auf der Seite der Politik, sondern auf der Seite der kritisch Beobachtenden. Und häufig genug kann ich das korrigieren, was die Beobachtenden glauben, beobachtet zu haben. Und häufig genug lerne ich von denen etwas über die Politiker. Gefühlsausbrüche hat es kaum gegeben. Nein, glaube ich nicht. Es hat immer ein ausreichendes Maß an Selbstdisziplin gegeben.